Ab wann sollte ein Kind Internetzugang haben? 8. 7. Ich hatte es zwar mit 6, Mit aber 6? Oh 8. Gott, mit wann hatte ich einen Internetzugang? Oh, kein Plan, ey. Ich hatte es mit 7. Ich hatte, glaube ich, mit 7. Ja, ich glaube auch so, ich um den vielleicht ein bisschen später, oder? Weiß nicht, also, ich weiß. Meinen ersten Rechner hatte ich auf jeden Fall mit 6 oder 7. Nee, also ich hatte meinen, glaube ich, mit 8, meinen ersten Laptop. Und Auch, dann ne? Also, was heißt Leben, dann aber. hatte ich mich sogar noch bei SchülerVZ angemeldet mit dem Nachbarn, Jo. weil ich es nicht hinbekommen habe. Ja, und jetzt wurde ja auch vor geraumer Zeit schon SchülerVZ abgestellt. Ja, aber wann sollte man das machen? Je später sie damit anfangen, da können sie sich zwar besser so auf die Schule und sowas konzentrieren, aber dann kommen sie. Ja, okay, nee, können ja dann das später immer noch lernen. Also. Ja, keine Ahnung. Ab wann sollte man das erlauben? Jonah, du bist doch eine Mutter. Ab wann sollte man das erlauben? Ja, ich sag mal, kommt immer auf das Kind an. Wenn es so ein amokgefährdetes Kind ist, nie. Okay, woran erkenne ich jetzt einmal ein Kind, ob es schon mit 7 oder 8 Jahren Amok gefährdet ist? Hat Dass es keine Freunde hat, wird man auf das einmal auch so rote Augen weiß. oder was? Wenn die Mutter erkennt, dass ihr eigenes Kind total das Opfer ist. Wieso hast du Dann dann so. bitte Internetzugang? Na, fick dich. Richtiger Schenkelklopper. Das klang mal nicht wie dein Schenkel. Ich habe ein bisschen Stuhl erwischt. Ein bisschen. Ach so, ey. Okay, die Axt ist schon mal im Arsch. Okay, Er hat wie mich an einen Witz von gestern. Ja, Oh Gott, ich hab Seitenstiche vom Lachen. der war Stiche. gut. Jetzt erstmal beruhigen, Alter. Alter. Im Arsch. Hab 4¼ Stacks Kohle. Geil. Eigentlich fünf, Was ist aber denn ich das hier hab für ein Holz? von welche. Ach, das ist Fichtenholz. Das sieht bei mir irgendwie alles so gleich aus. Brauchst du viel Holz? Oder nur ein bisschen Holz? Oder so mittel? Paar Stacks. Brauchst du unbearbeitetes oder die Bretter? Bring mir mal unbearbeitetes mit. So ein, zwei, drei Stacks. So zwei, drei Stacks. Okay. Bearbeitetes Holz. Für das Rohholz. Unverarbeitetes, oder? Ja, habe ich richtig Ja, gehört? das Okay. ganz, das Ja, Original okay. Holz. Jetzt habe ich auch noch ein halbes Hungerstück. Auch Leben verlieren. Muss hier schon mal Zäune hinbauen, damit ich jetzt nicht runterfalle. Weil ich gehe mal eben in meinem Bett kurz pennen warte, ich gehe und auch. aufstehen. Oder so. Dann bin ich wenigstens wieder hier, wenn ich. Eigentlich ist das. Ja, okay, das Problem ist, ich würde jetzt ehrlich gesagt einfach mal sterben und meine Sachen wieder aufsammeln, damit meine Hungerleiste voll ist. Das Problem ist, ich bin fast Level 30. Ja, das ist natürlich scheiße dann. Bin Level 30. Bin Level 30,5. Ich gehe mal da oben jetzt ein bisschen farmen. Somit war, wie viel haben wir denn hier? Okay, alles klar. Was machst du eigentlich gerade? Bist du noch dabei? Ich baue gerade das Treppenhaus immer Immer noch. noch das Treppenhaus, okay. Aber das ist ein bisschen größer.
Bei LKWs, nee. Aber wenn das 3 breit und 4 hoch ist, dauert das ein bisschen. Ja, klar. Ich baue Holz ab, ich baue Holz ab. Oh yeah, ich baue Holz ab, ich baue Holz ab. Verliere Leben. Ich habe schon wieder, wieder zwei Hungerleisten weniger. Hungerkeulen. Zu dem Weizen und Brot craften. Damit wir ein bisschen länger überleben. Backe Brot erzielt. Essen. Essen. Jetzt habe ich wieder vier Hunger. Kann ich Kohle essen? Nee. Kann ich Kohle essen? Okay, ich habe jetzt genau einen Stack. Zwei Stacks. Na, ja, mach nochmal ein drittes. Na gut. Aber nur weil du es bist. Oh. 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 Jetzt habe ich wieder fast eine halbe Hungerleiste. Geil. Aber auch nur halbes Leben. Weißt du, was cool wäre? Eine Itemschleuder. Eine Itemschleuder? Okay. Ich baue so eine TNT-Kanone. TNT! And Dynamite! TNT! Ich kann den Text nicht! Aber ich mach sogar 5 hoch und nicht nur 4. Oh, du bist ein richtiger Styler, ne? Voll der Gangster bist du. Like a boss! Like a bus! Wieder hier, neue Fackel setzen, Pimmel hier, Pimmel da, dididu. Pimmel hier, Pimmel da, Pimmel. So, wenn ich richtig überall mitgezählt habe, ist jetzt da Ausgang, ja. Das, da wird Lager sein. Hier kommt dann. Und die nächste Axt ist im Arsch. Allein, dass man jetzt auch immer, wenn man sich halt so Werkzeug craftet, da auch immer gleich ein bisschen Angriffsschaden mit drauf sind. Plus 3 Angriffsschaden und sowas. Ich meine, die Eisenspitzhacke, meine Eisenspitzhacke macht fast, meine, ohne Witz, die Eisenaxt macht einen Schaden weniger als mein Eisenschwert. Ja, Hammer. Finde ich aber gut. So, ich mach mir gleich. Ah, ich habe Kohle gefunden. Hab ich hier satt, ey. Aber ich glaube, ich würde dir sogar 3 Stacks Kohle, glaube ich, geben. Geil. Dann noch alles Cobblestone, was ich habe. Dafür okay, kann ich schon mal ein bisschen mehr Holz verlangen. Ich werde auf jeden Fall gleich mit einem leeren Inventar zu dir kommen. Ja, ich habe auch gleich diese 3 Stacks Holz voll. Jetzt finde ich irgendwie gerade keinen Baum mehr. Ich habe das alles hier abgeholzt. Da ist noch einer. Alter, ich muss nach oben, mein Inventar ist voller Steine. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ja, 15,5, 6 Cobblestone. Warte mal, ich habe da auch noch ein paar Äpfel gerade. Die kann ich ja essen, die habe ich hier drin, in der Kiste. Habe ich ja voll vergessen, also ich glaube nicht viele, aber immerhin ein paar. 2. Jetzt überlege ich echt, ob ich das noch nach hinten setze. Okay, 2 ist besser als nix.
Okay, ich komme jetzt zu dir, ne? Koordinaten 300, 0. Ich weiß. Höhe 130. 5 hoch. Ja. Sehr gut. Sehr gut. So, 300 und 0. Da laufe ich jetzt da schon mal in die falsche Richtung. So, dann bin ich breit. Ach da, so, das wird jetzt weniger. Vergiss nicht, auf deine Aufnahmezeit zu gucken, ne? Ja, noch zwei. Okay, wir machen noch ein bisschen länger. Wir machen... ich habe bis 43, habe eben mit 41 aufgehört, also bis, ja, sagen wir mal 50 noch. So ein bisschen, nee, nach da, ne? Ja. Habe ich hier in meinem Berg schon wieder eine richtig dicke Kohleader gefunden hier. Richtig dicke Kohleader. Gar nicht auf. Alter, das waren gerade 33 Kohle. Auch mal, ja, mal eben so. Der Wand hier drin. Ah, fuck, das musste weg. So, bin ich jetzt eigentlich wieder zu weit? Ja, sicher bin ich zu weit. Ja, sicher. 1, 2, 3, 4, 5. Der war zu weit. So, ja, scheiße. So, den habe ich schon mal gleich auf 0. Den Set. Hast du irgendwie so noch ein Brot da oder sowas bei dir? Gar nichts. So gar null nichts, zu essen. Null, nix. Aber ich bin aber auch durchgehend gerade bei meiner Hälfte meiner Hungerleiste und die wird gerade zum Glück nicht weniger, weil ich nichts mache. Also nichts Anstrengendes mache. Ich habe gerade eine Kuh gefunden. Das ist sehr gut. Und da hinten ist noch eine Kuh. Ja, wie tief ich hier bin, aber da bin. Ich befreie dich, Kuh. Ah, oh, bist gestorben. Bade. Oh, ein Schaf. Hallo, Schaf. So, jetzt muss ich noch eben die Xe abreißen, da. Bin ich noch bei minus 175. Dass du dich auch nicht ein bisschen näher an mich rangebaut hast. Ich hab halt nach sowas hier gesucht. Dass es jetzt im Schneegebiet ist, finde ich jetzt nicht mal schlimm. Ich meine, ich hab aus meinen beiden aus meinen beiden Höhenlöchern habe ich perfekte Sicht auf Grünfläche. Ja, haben wir nice. So, da muss ich erstmal jetzt irgendwie hoch. Bei mir? Okay, ich bin jetzt bei X bei 50. Okay, hier gerade eben Wolf geknurrt. Nicht zu empfehlen. Und ich sehe schon mal die Schneelandschaft, aber ich sehe noch nicht dein Haus. Aber die Schneelandschaft. Und es wird dunkel und das finde ich echt scheiße. Baust du eigentlich gerade ein Treppenhaus so innerhalb deines Hauses oder von unten nach oben halt? Dass man schnell das. Von oben nach unten. Ja, ich meine, dass du halt schneller von unten halt in dein Haus reinkommst.
Ja, ich habe schon eine, ich habe hier eine Treppe gebaut, eine ewige Leiter gebaut. Okay, weil ich bin nämlich jetzt gerade da. Ich sehe dich, so. Bei dir sollten gerade vor dir zwei Eier einschlagen. Genau. Ach, da bist du, okay. Hier ist auch die Leiter hoch. Ach, okay, die ist da. Ach, hier hast du dein weißes Feld gemacht. Okay, ich penne dann auch mal bei dir, ne? Also ich bleib bei dir oben so ein bisschen in der Wohnung stehen und nimm nochmal eben hier die Kohle mit. Willst du bei mir pennen? Also hast du dein Bett mit? Nee, nein, ich verbringe nur die Nacht noch bei dir und gucke dir ein bisschen zu. Weil du eh gleich aufnehmen musst. Ja, dann kannst du mir auch helfen. Bald. Ja, ich mach nur noch eben kurz hier die Kohleader. Ja, hier ist mega viel Kohle. Ich meine, ein halber Berg jetzt noch Kohle und den baue ich, aber habe ich noch nicht abgebaut. Ja, Moment, ich komme gleich. Ich habe noch keinen Hunger, kein Essen verloren, ey, voll geil. Mal eben so 20 Kohle rausgehauen. Ja, guck mal, da oben ist auch wieder Kohle, also überall hier am Berg ist Kohle. Moin! Du krümelst ja ein bisschen. Ja, nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht. Okidoki. Hier sagst du drin? Nee. Da, gönn dir. Moment, also ich tue mal hier eben kurz das Wasser rein, ne? Kabel. Und Kohle? Hier drüben. Eins, kannst du drei Stacks nehmen. Drei. Kann ich mir noch ein paar Fackeln mitnehmen? Ja, nimm das 64er Ding. Geil, danke. Nimm doch die 33 Kohle, nimm die auch noch. Okay. Sage ich nicht nein. Also auf jeden Fall eine geile Aussicht hast du hier. Fertig, wenn man hier runterfallen will. Nicht schlecht. Wo geht's hier? Da geht's nur oben auf dem Berg hoch. Ah, auch cool. Das hier wird es aber bald nicht mehr geben, weil das Treppenhaus auch, glaube ich, nach oben führen wird. Und hier oben ist halt dann meine zukünftige Tierfarm. Ah ja, okay. Die erst zwei Hühner beherbergt. Beide. Ja, auf jeden Fall. Ey, natürlich. Auf jeden Fall nice, ey. Lol. Wo ist das eine Huhn? Kein Plan. Hast du das andere aufgefressen? Jetzt hast du das andere Huhn abgeworfen mit dem Ei. Ja, da ist irgendwie die Chance höher, dass dabei eins spawnt. Oh, ich hatte ja auch erst so geplant, auch einen Berg zu bauen, weil das ist schon ganz nice, aber jetzt muss ich irgendwie mit meinem klarkommen. Jetzt muss ich in mein Haus. Na okay, du bist damit aufnehmen. Und okay. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und dann bis nächstes Mal dann wieder mit Jonas sehe ich. Tschö.